Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir befinden uns mit unserem Schurken Millimark Level 63 hier in Lothlorien, zwar in Imlad Lalaith. Wir verfolgen momentan den Epilog von Band 2 im Epos. Das heißt so viel wie wir müssen, ich kann es ja mal ganz kurz aufmachen, im Buch der Taten, da sieht man das genau. Wir haben schon einmal Sigilburgs Rückkehr gemacht in der letzten Folge. Es hat ewig gedauert. Ich dachte, ich kriege die hier alle mit einem Mal hin und nur das letzte. Ja, jetzt haben wir, steht hier ja, die Instanz machen. Gorotul aus Dol Guldur. Und dazwischen befinden sich aber noch 10 weitere Aufgaben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leute, mit denen wir reden müssen. Sigilit, Ningloril, Laeglan, Alfirimbis, Grauhammer, also der Luz ist es, glaube ich. Kucheron, Archador, Barvesain, Breiglin und Isuriel. Und Breiglin, der befindet sich genau da vorne. Und deswegen werden wir jetzt als erstes mal mit dem reden. Ich weiß nicht mehr genau, was die wollten. Alle wollten irgendwas beschafft haben oder so. Wir müssen Schlüsselstellungen in Dol Guldur einnehmen, solange es möglich ist. Ist das ätzend. Wir sollen also eine von diesen Instanzen machen. Wir haben den überragenden Sieg errungen, den wir uns erhofft hatten, Millimark. Der Angriff auf Dol Guldur hat den Feind sicherlich einen Schritt zurückgeworfen. Ein Heer marschiert von Osten her als Verstärkung auf die Festung zu und wir sind noch nicht zahlreich genug, um es ihm entgegenzustellen. Bis es eintrifft, gibt es noch einige strategische Ziele, die wir einnehmen sollten, um der Besatzung der Festung das Leben schwer zu machen. Schart eine kleine Gefährtengruppe um euch und nehmt eines der folgenden strategisch wichtigen Punkte ein. Waaggehege, die Schwerthalle oder die Verliese von Dol Guldur. Wir werden dem Feind so lange wie möglich zusetzen. Okay, das muss ich ja nicht von hier aus machen. Wir können ja erstmal weiter in den Düsterwald ziehen, weil ich glaube, alle anderen sind dort drin. So, weitere Leute sind hier Alfirimbis. Eine Gruppe Orks ist von dem Angriff auf Dol Guldur geflohen. Wir haben kurzzeitig einen Sieg errungen, Millimark. Bis das Heer aus dem Osten anrückt, müssen wir das Beste daraus machen. Eine Kompanie Orks ist nach dem Sturmangriff auf Dol Guldur geflohen. Unsere Kundschafter haben sie aus der Ferne verfolgt, bis sie in ihre Höhle hier in der Dunkelsenke flüchtete. Ich bin besorgt, denn diese Orks haben dort bestimmt Übles vor. Dringt in die Höhle ein und findet heraus, was die Orks im Schilde führen, Millimark. Danach vernichtet sie und alle anderen Gefahren, die in der Höhle lauern mögen. Ja, sucht die geflogenen Orks. Die Höhle ist tatsächlich hier ganz in der Nähe. Und da drüben ist das mit dem Grauhammer, wenn ich mich nicht irre. Meine Leidenschaft für das Töten von Orks wird an keinem Ort in Mittelerde getrübt. Ich habe euch von meinem Hass auf die Orks erzählt, Millimark, und ihr wisst, dass er nicht zu zügeln ist. Meine Leidenschaft für die Orkjagd geht über die Grenzen dieses Waldes hinaus, ja sogar über die aller Regionen in Mittelerde. Ich habe mir ausgemalt, wie ich meinen Hass an Orks ein für alle Mal klar mache, was indem ich sie töte, toll, und es diesen Kreaturen heimzahle. Sie sollten zähneknirschend die vielen Gelegenheiten bereuen, zu denen sie Grauhammer-Familie übel mitgespielt haben. Ihr werdet in jede Region reisen, in denen ein Ork, ein Bilvis oder ein Uruk einen Grauhammer geschadet hat. Dann erschlagt ihr den Vertreter des jeweiligen Volks und schreit dabei für die Grauhammer. Vielleicht werden sich die Orks dann den Namen meiner Familie merken und ihn gebührend fürchten. Geht zuerst in den Düsterwald nach Lothlorien und nach Morion, arbeitet euch dann westwärts vor. Oh nee, ich weiß, man muss durch das gesamte Land, ja, wieder bis nach Erith Luin oder so zurück. Sprecht anschließend mit meinem Vater Tandri in Thorins Halle, genau, Erith Luin, und berichtet ihm von eurem glorreichen Taten. Ist das ätzend. Ja, ich sag ja, das zieht sich ewig hin, ja. Man denkt auch, naja, ich spreche mit 10 Leuten, aber es hört und hört einfach nicht auf. Na, ich denke, wir machen als erstes die Höhle. Hier befindet sich der Höhleneingang, da huschen wir mal schnell rein. Okay, keine Ansage. Er sucht die geflohenen Orks in der Höhle. Ja, es war irgendwas mit die dicke Raupenmutti töten und ich weiß es nicht mehr so genau.
Die fliehenden Orks sind tot, aber die Glühwürmer, durch die sie zu Tode kommen, sind eine Bedrohung für alle. Besiegt abscheuliche Glühwürmer. 14 besiegt die Glühwurmkönigin. Oh. Na gut. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Die Mutti ist aber echt ein dickes Ding, sage ich euch. So, Nummer 1 von 14. Wohlgemerkt. Vielleicht esse ich einfach noch mal ein bisschen Wegzehrung aus Ludlorien. Dann geht es mir vielleicht leichter von der Hand. So, ich schalte wieder dazu, wenn ich bei der Mutti angekommen bin. Oh, ich glaube, da hinten das fette Vieh, das ist es schon. Und da ist die Mutti. Wenn man 14 getötet hat, fällt sie einfach von der Decke, wie es scheint. Na gut, dann ist das eben so gewesen. Ich habe gerade den letzten getötet, da ist sie von oben runter geplumpst. Schon cool, wie die leuchten. Schöne Farbe. Okay. Gut, dann kann ich ja wieder hier rausspazieren. Mal gucken, ob es auch da lang geht. Ja, ich habe alle Würmer besiegt. Ich habe auch einen Ork. Ich habe sogar zwei Orks hier besiegt. Dank, dass ihr die Halle der Lichter von den Glühwürmern befreit habt. Danke, dass ihr die Halle der Lichter von dem Befall durch die Glühwürmer befreit habt, Millimack. Dass dies die Orks darin ausgeschaltet haben, ist ein Geschenk für uns. Dennoch stellen die Kreaturen eine Gefahr für Echad Sirion dar. Unsere Sicherheit war nicht mehr gewährleistet. Die steht aber immer an erster Stelle. So. Ja, für den Zwerg haben wir, wie gesagt, einen Ork hier getötet. Ich werde jetzt einfach mal die anderen abklappern, ja. Ich werde euch jetzt nicht jeden Ork zeigen. Also wenn wir die drei gemacht haben, dann geht es dann weiter mit einem Ork in die Region, einem Ork in Forochel, einem Ork in Angmar und so weiter. Das dauert ewig. Das werde ich jetzt machen. Ich schalte wieder dazu, wenn ich in Thorins Tor angekommen bin. Wow, ich bin jetzt ungefähr eine Stunde lang überall lang geritten. Also vom Düsterwald, Ludlorien, Moria nach Eregion, Nebelgebirge, Trollhöhen, Einsame Lande, Breland, Nordhöhen, Forochel, Angmar, Evendim, Auenland und Iridluin. Und jetzt bin ich hier. Was im Namen aller Zwerge hat mein Sohn euch tun lassen? Ihr solltet alle Regionen aufsuchen, in denen einem Grauhammer übel mitgespielt wurde und in jedem genau einen Ork erschlagen? Ich kann nicht glauben, dass ihr ihm seinen Willen gelassen habt, Millimack. Habt ihr denn nichts Besseres zu tun als diesen Unsinn? Ja, so komme ich mir ehrlich gesagt auch vor, aber ich will ja die Tat hier abschließen. Wenn mein Sohn Luth und seine Brüder weniger Zeit damit verbrächten, den Leuten von ihren Problemen mit den Orks zu erzählen und sich mehr mit ihrer Arbeit und dem Bergbau beschäftigt hätten, hätten wir vielleicht schon ein paar wertvolle Edelsteine gefunden. Nehmt das hier für eure Mühen, Millimack. Ich werde selbst mit Luth sprechen. Es wird höchste Zeit, dass er etwas Produktives mit seiner Zeit anstellt, anstatt sich dauernd bei Fremden darüber auszuheulen, wie ungerecht das Leben doch zu ihm ist. Tja, richtig viel kriegen wir aber auch nicht dafür. Okay, wir gucken mal nach. Jetzt müssten wir ja drei Sachen abgeschlossen haben vom Epos, wenn ich mich nicht total irre. Wo ist er? Rasse, Epos. Ja, drei haben wir erst. Oh Gott, wir müssen noch zu Sigilet, Ningloril, Laeglan, Kucheron, Achador, Barvessain und Breiglin. Isuriel auch noch. Wahnsinn. Ne, Breiglins Aufgabe haben wir schon. Und das letzte haben wir auch. Gut, das heißt, ich muss erstmal wieder zurück in Düsterwald. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal versuchen, die Leute alle zu finden. Mir fehlen ja noch 7. Ich bin des Kampfes überdrüssig. So, der hier zum Beispiel. Wenn dieser Feldzug endet, werde ich meinen Bogen niederlegen und die Ufer Mittelerdes verlassen. Ich habe genug vom Krieg. Doch das Geheimnis von Audakheim reizt mich trotzdem. Was ist mit dieser Stadt und ihren Einwohnern passiert? Kundschafter haben vor kurzem mitten im Grimmlager Ruinen gefunden, in denen sich Aridmanen tummeln und Schatten durch die Bäume jagen. Ich kann diesen Ort verlassen, wenn ich weiß, welcher Zusammenhang zwischen Audakheim und den Ruinen von Agistat besteht. Ich muss hinter dieses Geheimnis kommen, damit es in den ungezählten Jahren, die vor mir liegen, nicht auf mir lastet.
begebt euch für mich nach Argistad und untersucht die Ruinen, Melimak. Nur dieses Geheimnis hält mich noch hier. Ich habe mit Isuriel darüber gesprochen, aber sie ist anderer Meinung und bereits nach Cirin Amroth zurückgekehrt. Oh, na super, da, ich war doch schon in Lothlorien, wo sie sich erst einmal geistig sammeln will. Besiegt Aridman 6 Stück und findet den Zusammenhang zwischen Argistad und Audakheim. Ich guck mal hier rein, ob hier vielleicht auch noch irgendwie einer ist. So, hier ist diese Höhle. Er hat zwar Ruine gesagt, aber ja, mich hat der Pfeil hierher geführt. Vielleicht ist ja eine Ruine drin. Ach, da sind die tollen Aridman. Ich habe keinen Bock. Vor allem Überbleibsel. Nur noch Stückchen. Einen hätten wir schon mal. Weiß jetzt nicht, ob wir auch die Geister da töten müssen. Vielleicht ist das ja irgendwie das Geheimnis, aber. Machen wir den doch einfach auch nochmal mit platt. Schön. Dann suche ich mir jetzt nochmal die anderen 5 zusammen und ja, dann gehen wir die Sache wieder ab. So, ich bin wieder zurück. Ich habe ein kaputtes Holzspielzeug gefunden. Das soll ich ihm bringen. Erzählt mir, was ihr in den Ruinen von Argistad entdeckt habt. Hucheron hört euch aufmerksam zu, als ihr eure Abenteuer in den Ruinen und das kaputte Holzspielzeug beschreibt, das ihr gefunden habt. Ich glaube, die Einwohner von Audakheim sind aus ihrer Heimat geflohen, Melimak. Und sie haben dabei mitgenommen, was sie tragen konnten. Warum sie so hastig aufgebrochen sind, vermag ich nicht zu sagen. Aber es scheint sicher zu sein, dass nur wenige diesen Ort lebend verlassen haben. Unter dem Unkraut hier in Audakheim liegen Gräber. Könnte es sein, dass einige der Einwohner zurückgelassen wurden? Eins ist mir klar geworden, das hölzerne Spielzeug, das sie gefunden habt, sollte nach Hause zurückkehren. Lasst es auf einem der Gräber hier in Audakheim. Vielleicht finden die Schatten, die hier in Argistad ihr Unwesen treiben, dann ihren Frieden. Lass das kaputte Holzspielzeug auf einem der Gräber im Audakheim liegen. Mann. Auf einem der. Also es gibt ja auch einen Friedhof. Meinst du da? Hier ist doch zum Beispiel was. Ist doch kein Grab. Ist ein Haus. Verstehe ich nicht. Genau. Da unten, Grabstein. Ich wollte gerade sagen, hey. Au. Oh ja, dann lauf da nicht drauf zu. Geht alles immer nicht. Ja, supi. Dann sollen wir noch mal kurz ihn darauf ansprechen. Ich hoffe, das war's jetzt an der Stelle. Denn ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe. Einfach dadurch, dass ich über eine Stunde hier durch die gesamte Welt getingelt bin, kommt mir das vor, als ob ich hier schon seit Ewigkeiten aufnehme. Ich glaube, es ist noch gar nicht so lang. Ich hoffe, dass wir etwas Frieden nach Odegaim bringen konnten. Ich bin sicher, dass hinter den Wüsteneien von Odegaim eine traurige Geschichte steckt. Welche Geister auch immer an diesem Ort gebunden sein mögen, wir haben ihnen hoffentlich ein gewisses Maß an Frieden beschert. Meine Zeit in Mittelerde neigt sich dem Ende zu, Melimak. Für meinen Bogen Kuma-Eth habe ich keine Verwendung mehr. Wenn ihr ihn haben möchtet, gehört er euch. Ja, schade nur, dass ich ihn nicht benutzen kann. Aber das brauche ich auch nicht. Den hier kann man wenigstens teuer verkaufen. Das kann man aber noch teurer verkaufen. So. Aha. Ich kann mal wieder was verbessern. Das wird ja Zeit. Ja, ich hätte gedacht, ich klapper jetzt hier die ganzen Orte ab und guck mal, wo hier noch Leute sind. Also er hat ja schon von seiner Schwester gesagt, die ist in Cirin Amroth. Da
Da werde ich jetzt erstmal nicht hingehen, sondern ich gehe erstmal in die anderen Orte. So, ich habe wieder einen gefunden. Jemand muss Nureleth die Kunde von Achadors Tod überbringen. Es tut mir leid, euch darum bitten zu müssen, aber ich darf meinen Posten nicht verlassen und jemand muss Nureleth mitteilen, dass Achador getötet wurde. Weder das Überbringen der Nachricht noch deren Annahme wird einfach werden, Millimark, aber sie hat es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Nureleth befindet sich in Karas Galathorn auf Tellain Gloreloth. Seid behutsam, wenn ihr die Neuigkeit mitteilt. Ihr Mann wurde vor nicht allzu langer Zeit von Orks erschlagen und jetzt kehrt auch Achador nicht von der Belagerung des Düsterwaldes zurück. Ja, begibt euch nach Karas Galathorn. Das machen wir dann irgendwann, wenn wir auch das andere Ding nochmal machen. Wir müssen ja auch nochmal nach Kirin Amroth. Aha, okay, dann ist Barvesign oder wie das da heißt, offenbar oben. Gehe ich da jetzt auch nochmal hin, nehme das auch nochmal an. Und dann bin ich auch oben angekommen. Ich brauche mehrere Zutaten, wenn ich meine Arbeit hier fortsetzen soll. Es ist schön, euch wiederzusehen, Millimark. Während unseres Aufenthalts im Düsterwald verbringe ich meine Zeit damit, Balsam und Salben für die Verwundeten des Angriffs auf Dol Guldur herzustellen. Die Arbeit geht nur langsam voran, aber das ist nun einmal der Preis für Gründlichkeit. Mitglieder meiner Kompanie haben mir Stellen gemeldet, in denen sich nützliche alchemistische Zutaten befinden könnten. Aus Gas-Ulun, das hinter den Mauern des Orklagers in Gazburs liegt, bekommt ihr Eierschalen von den Würmern, die dort gezüchtet werden. Angeblich tummeln sich auch in der Halle der Lichter, da war ich doch gerade schon, einer Höhle in der Dunkelsenke widerliche Glühwürmer und ihre Königin. Von denen könnt ihr mir Schleim bringen, den ich dann verarbeiten kann. Oh, ist ja nervig. Mein Freund Kaiachis hat mir außerdem mitgeteilt, dass in den Ruinen von Agistat, wo wir ja auch gerade eben waren, die sich im Grimmlager befinden, zur Aufbewahrung gereifte Auderkeimweins genutzt werden. Hä? Wenn ihr mir all dieses nützliche Zutaten bringen könntet, wird meine Arbeit erheblich beschleunigt. Super, schön, dass wir da gerade überall waren. Das ist ja zum Kotzen. So, und gucken wir mal, wer uns jetzt noch fehlt. Also, Sigilith haben wir noch nicht, Ningloril haben wir noch nicht, Laeglan haben wir noch nicht. Das mit Achadors Schicksal, das haben wir angenommen. Das mit Barvesign haben wir angenommen, das mit Breiglin haben wir angenommen. Isuriel haben wir noch nicht. Ja. Okay, also die ganzen Frauen eigentlich. Ich nehme mal ganz stark an, dass einige davon in Tangulhat sind. Da werde ich jetzt auch nochmal nachgucken. Okay, hier ist Ningloril. Die Orks haben eine Wurmzucht in Gathburs errichtet. Ha, gut, dass wir das jetzt machen, weil wir müssen ja sowieso nochmal dahin. Das Goldene Heer hat die Festung Dol Guldur gestürmt, aber jetzt warten wir auf den großen Hammerschlag. Wir haben zu wenigen Truppen, um die Armeen lange Stand zu halten, die sich von Osten nähern. Deswegen müssen wir vor dem feindlichen Gegenangriff tun, was wir können. Kundschafter haben beobachtet, wie zahlreiche feindliche Soldaten in einer Höhle in den Orklagern in Gathburs verschwanden. Sie führten dabei Fässer mit einer übelriechenden Substanz mit sich. Gath-Ulun nennen sie diesen Ort. Und unsere Kundschafter fürchten, dass sie die Höhlen als Brutstätte für Würmer benutzen. Sucht Gath-Ulun und erschlagt sowohl die Orks als auch die Würmer in ihren Gängen. Werft auch alle Fässer um, die ihr dort seht, Millimark. Wir müssen dieses Zuchtprogramm so schnell wie möglich unterbrechen, sonst sehen wir uns nicht nur einer Armee Orks, sondern auch noch einer aus Würmern gegenüber. Okay, die andere wollte ja auch schon, dass wir da hingehen. Ich mache jetzt hier auch nochmal die Runde. Ansonsten müssen wir nämlich nochmal gucken. Also ich weiß, wie gesagt, die eine ist in Kirin Amroth. Und bei den anderen, da muss ich erst nochmal nachgucken, wo die sind. War das hier? Musste ich mit dir vielleicht reden? Nee. Mit dir ja auch nicht. Bleib Schade, dass die Moment. Ringe von den Leuten, mit denen ich reden muss, nicht irgendwie so dunkel dargestellt werden. Mit dem ja wohl auch nicht, aber mit dem vielleicht? Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Es ja. Betrübt mich, euch mitteilen zu müssen, dass Sigilith von der Geheimgarde bei dem Angriff umgekommen Aha. ist.
Es schmerzt mich, euch dies mitzuteilen, Melimak, doch Sigiles von der Geheimgarde ist bei dem Angriff auf Dol Guldur gefallen. Sie hat tapfer gekämpft und zahllose Orks erschlagen, doch letztendlich konnte Lanchigil und Ignasigil sie nicht retten. Ich zog sie aus dem toten Olok aus, vor allem Igit, der ihr zu Füßen lag. Sigiles schnitzte für jeden erschlagenen Gegner eine Kerbe in das Heft eines ihrer Dolche. Nach ihrem letzten Kampf in der Festung Dol Guldur war kein Platz mehr dafür vorhanden. Sie wollte Herrn Celeborn diese Waffen schenken, sobald sie mit Kerben übersät waren. Würdet ihr ihm Lanchigil und Ignasigil überbringen? Es war Sigilets ausdrücklicher Wunsch. Okay. Und da habe ich den auch gefunden. Er saß hier doch am Wegesrand, dachte ich mir doch irgendwie. Eine Armee aus dem Osten marschiert zur Verstärkung nach Dol Guldur. Trotz unserer Verluste ist der Angriff auf Dol Guldur als Erfolg zu werten, Melimak, auch wenn er nicht von Dauer sein wird. Eine Armee rückt als Verstärkung für die Festung aus dem Osten an und das Goldene Heer wird sich der gebündelten Schlagkraft dieser neuen Truppen und der bereits im Düsterwald stehenden Orks nicht stellen können. Aber dem letztgenannten Gegner können wir mit unseren Pfeilen und Klingen empfindliche Schläge versetzen, sodass er den Tag herbeisehen wird, an dem seine Verbündeten eintreffen. Das ist unsere Aufgabe. Steigt noch einmal nach Dol Guldur hinauf und erschlagt dort Orks. Findet auch heraus, wo sich der Feind konzentriert hat und wo die Eingänge zu den Waaggehegen, Schwerthallen und den Verliesen von Dol Guldur liegen. Ja, besiegt die Orks und findet die Eingänge von den Dingern. Okay, jetzt fehlt mir ja eigentlich nur noch die sich in Cirin Amroth aufhält. Ich glaube, da gehe ich noch hin und beim nächsten Mal machen wir erstmal die beiden Sachen, die noch in Lothlorien zu machen sind. Und ziehen dann wieder zurück in den Düsterwald. Und da haben wir endlich auch die Isuriel gefunden. Die Wirkung des Quigal-Gifts ist nun nur noch eine Erinnerung. Schön für dich. Danke, dass ihr mich besuchen kommt, Melimak. Ich habe viele Tage in erholsamem Frieden hier in Cirin Amroth verbracht, was mir sehr gut getan hat. Die Folgen des Quigael-Giftes sind jetzt nur noch eine Erinnerung und der Bann der Schwäche ist vergangen. Isuriel hält kurz inne und scheint euren Blick nicht standhalten zu können. Oh, ist der so böse? Ich bereue meine Entscheidung nicht, das Gegengift Leidris abgelehnt zu haben, Melimak. Ich hab's ihr ja gar nicht angeboten. Die Dinge haben sich anders entwickelt, als wir dachten, aber ich dürfte unseren Auftrag nicht durch meine eigene Selbstsucht gefährden. Weder Radir noch Sigilet hatten die Wahl, die ich bekam. Nur Archador scheint verstanden zu haben, wessen wir gewahr wurden. Dass ich meine Augen für immer geschlossen hätte, wenn damit alles bis zu jenem Zeitpunkt aufgetretene Verluste einen Grund gehabt hätten, wenn alles von Bedeutung gewesen wäre. Und doch bin ich Bruin für seine Taten dankbar. Ich habe eine wunderschöne Blume von den Hängen von Cirin Amroth gepflückt. Wollt ihr ihm die in meinen besten Wünschen und mit meinem Dank nach Moria bringen? Nein, ehrlich gesagt möchte ich das nicht. Kannst du nicht per Fleurop schicken oder so? Soweit ich weiß, erholt er sich im Lager der Ruhe abseits von Durins Weg. Bringt Bruin die Ilanor-Blume von Isuriel ins Lager der Ruhe. Tja, so, wir haben jetzt auf jeden Fall alles angenommen und machen dann mit dem Abarbeiten hier in Lothlorien in der nächsten Folge weiter. Denn an dieser Stelle ist die Folge wieder zu Ende. Ihr könnt mir aber wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.